Florian Silbereisen beteuert, dass seine Liebe zu Beatrice Egli echt ist. Durch viele Beziehungen hat keine einzige Beziehung zur Ehe geführt. Die letzte Person, in die sich Florian Silbereisen verliebte, war die kleine Helene. Ihre Liebe zueinander ist auch sehr tief. Aber sie hatten kein gutes Ende. Nachdem sie sich lange geliebt hatten, beschlossen die beiden, getrennte Wege zu gehen. Florian Silbereisens ist derzeit in ein anderes Mädchen verliebt. Das ist Beatrice Egli. Die beiden sind seit über einem Jahr zusammen. Sie hatten eine tiefe Zuneigung zueinander. Zuletzt haben viele die Liebe von Florian Silbereisens erwähnt. Sie erzählten sich, dass seine Liebe immer noch für Helene galt. Er liebte Beatrice Egli, nur um die Augen anderer zu verbergen. Sowie einen Namen mit einer neuen Liebe zu polieren. Nachdem er diese Gerüchte kannte, schwieg Florian Silbereisens lange. Aber niemand kann aus Liebe für immer schweigen. Um solche Witze nicht zu machen. Schließlich sprach sich Florian Silbereisens offiziell aus, um die Gerüchte zu korrigieren. Zuletzt war Florian Silbereisens im sozialen Netzwerk Instagram unterwegs. Er hat ein Bild gepostet, auf dem er mit Beatrice Egli intim wird. Mit einer ziemlich langen Stimmungslinie: Ich sage nicht, dass ich ganz aufgehört habe, meine Ex zu lieben. Ich habe immer noch Gefühle für Helene. Aber jetzt betrachte ich sie nur noch als enge Freundin. Aber das nennt man nicht Liebe. Weil wir schon so lange zusammen sind. Es ist nicht leicht, unsere Gefühle füreinander zu beenden. Außerdem spricht er am Ende des Songs direkt das gesamte Publikum an und bestätigt, dass er und Florian Silbereisens das neue Mädchen wirklich lieben und er sie nicht wieder verlieren möchte. Sag nicht, dass ich Beatrice Egli nicht wirklich liebe. Sag mir nicht, dass ich immer noch Gefühle für Helene habe. Denn das wird Insidern wie uns sehr unwohl fühlen. Ich bestätige, dass meine Gefühle für Beatrice Egli aufrichtig sind. Ich liebe sie so sehr. Jetzt ohne sie fühle ich mich sehr vermisst und scheine jemanden zu vermissen. Ich und Beatrice Egli sind Insider. Sie versteht mich gut. Ich brauche auch keine Leute, die mich verstehen. Aber ich fühle mich verloren, weil die Leute mir nicht vertrauen. Ich bin so traurig. Bitte senden Sie alle Ihre besten Wünsche an Beatrice Egli und Florian Silbereisens. Sag keine Worte, die Florian Silbereisens traurig machen. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Vielen Dank für das Anschauen unserer Videos. Bitte unterstützen Sie mit uns das Ehepaar Beatrice Egli und Florian Silbereisens.